Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. If you are learning German and you're not a fan of grammar rules, then I have a great surprise for you. I mean, other than subscribing to this channel, because I create content that helps you learn German naturally. What I wanted to tell you is that I have changed my mind. I know that sometimes I have mentioned that I don't do live courses, but recently I just felt the urge to try it again. I'm not sure really why. So maybe that's just a one-time offer. I'm not sure. I don't know yet. So if you're interested, the link with more information is down in the description box. And yeah, I'm just really looking forward to a great time, to a fun course, and I hope that I'm gonna see you there. Aber heute geht es um eine kleine Raupe. Ich erzähle dir eine Geschichte von einer kleinen Raupe. Die Raupe ist klein, aber sie hat einen großen Hunger. Sie ist sehr hungrig. Kennst du die Geschichte? Kennst du die Geschichte von der Raupe Nimmersatt? Das ist unsere Geschichte heute. Die kleine Raupe ist aus einem Ei geschlüpft. Erst ist ein Ei, dann ist eine Raupe. Und die Raupe hat sehr viel Hunger. Sie ist sehr hungrig. Also isst die Raupe einen Apfel. Am Montag isst die Raupe einen Apfel. Sie isst einen roten Apfel. Und der Apfel ist lecker. Der Apfel schmeckt sehr gut, aber die kleine Raupe ist nicht satt. Sie hat immer noch Hunger. Sie ist immer noch hungrig. Also isst die Raupe am Dienstag zwei Birnen. Am Dienstag isst die Raupe zwei Birnen. Die Birnen sind grün und die Birnen sind lecker. Aber die Raupe ist nicht satt. Sie ist immer noch hungrig. Also isst die Raupe am Mittwoch drei Pflaumen. Am Mittwoch isst die Raupe drei Pflaumen. Die Pflaumen sind blau und sie sind süß und sie sind lecker. Sie sind sehr lecker. Aber ist die Raupe satt? Nein. Die Raupe ist immer noch nicht satt. Sie ist immer noch nicht satt. Sie hat Hunger. Montag, Dienstag, Mittwoch. Welcher Tag kommt jetzt? Der Donnerstag. Am Donnerstag ist die Raupe immer noch hungrig. Und die Raupe isst vier Erdbeeren. Am Donnerstag isst die Raupe vier Erdbeeren. Die Erdbeeren sind rot und die Erdbeeren sind süß und sie sind lecker. Aber ist die Raupe satt? Nein. Die Raupe ist immer noch hungrig.
Sie hat immer noch Hunger. Was hat die Raupe gegessen? Am Montag hat sie einen Apfel gegessen. Am Dienstag hat die Raupe zwei Birnen gegessen. Am Mittwoch hat die Raupe drei Pflaumen gegessen. Am Donnerstag hat die Raupe vier Erdbeeren gegessen. Und was isst die Raupe am Freitag? Am Freitag isst die Raupe fünf Orangen oder fünf Apfelsinen. Orangen und Apfelsinen, das ist das Gleiche. Orangen, Apfelsinen, das ist egal. Am Freitag isst die Raupe fünf Apfelsinen. Ist sie noch hungrig? Ist die Raupe noch hungrig? Ja, die Raupe ist immer noch hungrig. Was isst die Raupe am Samstag? Was isst sie am Samstag? Zuerst isst sie einen Schokoladenkuchen. Oh, ein leckerer Schokoladenkuchen. Er ist sehr süß und sehr lecker. Dann isst die Raupe ein Eis. Ein Eis. Oh, wie lecker! Ein leckeres Eis. Das Eis ist kalt, aber es ist süß und lecker. Ist die Raupe satt? Nein, die Raupe ist immer noch hungrig. Also isst die Raupe eine saure Gurke. Eine saure Gurke. Ist die Gurke süß oder sauer? Sie ist sauer. Genau, die Gurke ist nicht süß. Der Schokoladenkuchen ist süß. Das Eis ist süß. Die saure Gurke ist nicht süß. Sie ist sauer. Ist die Raupe jetzt satt? Nein, sie ist nicht satt. Die Raupe isst auch eine Scheibe Käse und eine Scheibe Wurst. Und die Raupe isst auch einen Lolli. Oh, ein leckerer, süßer Lolli. Ist die Raupe jetzt satt? Nein. Sie hat Schokoladenkuchen gegessen. Sie hat Eis gegessen. Sie hat eine saure Gurke gegessen. Sie hat Käse gegessen. Sie hat Wurst gegessen. Sie hat einen Lolli gegessen. Aber sie ist immer noch hungrig. Also isst die Raupe auch ein Stück Früchtebrot. Brot mit Früchten, mit Obst. Sie isst ein Stück Früchtebrot. Und sie isst ein Würstchen. Und sie isst einen Muffin. Und sie isst ein Stück Melone. Ist die Raupe jetzt satt? Ja, jetzt ist die Raupe satt. Jetzt hat sie keinen Hunger mehr. Aber die Raupe ist auch nicht klein. Sie ist nicht mehr klein. Jetzt ist die Raupe groß und dick. Und sie hat Bauchweh. Der Bauch tut ihr weh. Sie hat Bauchweh. Sie hat Bauchschmerzen. Am Sonntag isst die Raupe nur ein grünes Blatt. Sie isst kein Schokoladenkuchen und kein Würstchen und keinen Lolli. Sie isst nur ein grünes Blatt. Warum isst
die Raupe nur ein Blatt. Genau, sie hat Bauchweh. Ihr Bauch tut ihr weh. Erst isst sie das grüne Blatt und dann geht sie schlafen. Die Raupe schläft. Sie schläft 2 Wochen lang, 14 Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Eine Woche und nochmal eine Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann wacht die Raupe wieder auf. Sie schläft nicht mehr. Aber es ist auch keine Raupe mehr. Was ist die Raupe? Welches Tier ist die Raupe geworden? Jetzt ist die kleine Raupe ein wunderschöner Schmetterling. Jetzt ist es ein Schmetterling. So, this was the story of the very hungry caterpillar, and in German it's die kleine Raupe nimmer satt. Nimmer satt. Nimmer is an old word of niemals, nicht, nicht satt, niemals satt, because she's hungry and hungry and hungry again. So like she's never full. And yeah, in this story there are lots of food and of course also the days of the week. And I have actually made 2 videos about those topics before. So yeah, I'm gonna link them down in the description box again. So if you want to practice them more, you can go there and do so. To get most out of my videos, as always, I recommend to watch them multiple times. You can also slow them down so you can speak along to them. And another great tip that I want to share is that you can also just play one of my playlists while you're working around the house. And in this case, you can just listen to me speaking. You're gonna practice your listening comprehension and just learn passively while doing something completely different. Viel Spaß beim Deutschlernen und tschüss, bis zum nächsten Mal.